Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Advance Wars 2 Black Horizon. Wir werden heute die Final Mission von Yellow Comet bestreiten. Auch genannt The Factory Mission mit einem 5-Sterne-Rang. Mal gucken, was Ella hier auf uns auffährt. Das letzte Gefecht steht bevor. Zerstört die Pipeline zur Fabrik. Und wer schon diese Map sieht, der wird denken... Ja, das geht ab. Sie sind bis hierher gekommen? Das kann nur heißen, dass... Ella. Wer da? Wer wagt es? Oh, Maverick, du bist es. Du hast den Zeitplan nicht eingehalten. Wie konnte das passieren? Ich wurde aufgehalten, aber nur ein bisschen. Überhaupt kein Problem. Schon bald beherrschen wir dieses kleine Land. Mein Wort drauf. Weißt du, was meine Anwesenheit hier bedeutet, Edda? Wenn ich gewinne, ist alles Paletti. Das stimmt doch, nicht? Ja, falls du gewinnst. Oh, böse Töne von einem Maverick. Interessant. Endlich, die Fabrik des Gegners. Wenn wir hier siegen, vertreiben wir diese Verbrecher aus unserem Land. Ja, lass die Schlacht beginnen. Kommandant, der Anführer der Armee von Blue Moon möchte Sie sprechen. Es ist lange her, Kanbei. Wenn das nicht Olaf ist, was von dich hierher? Ich brachte meine Truppen, um Yellow Comet zu unterstützen. Die Teufel von Black Hole sind eine Bedrohung für uns alle. Blue Moon wird euch in dieser Schlacht zur Seite stehen. Ah, Kanbei ist überaus dankbar. Mit der Streitkraft von Blue Moon können wir nicht verlieren. Ja, und es ist nicht nur... Also wir haben die Wahl. Erstmal muss es ein Yellow Comet Co. sein. Das ist Kanbei. Und jetzt können wir uns aussuchen, ob es Orange Star oder Blue Moon ist. Ich werde mich für Colin entscheiden. Also somit zum einen teure Einheiten, aber starke Power. Zum anderen geringere Power, aber günstigere Einheiten. Mission 24. Ende der Jagd. Ich versetze euch den Gnadenstoß. Volk von Yellow Comet, lasst uns zusammenhalten und unser Bestes geben. Ja, warum nämlich Colin? Gut, ich finde, das ist eine coole Sache, das mit Colin zu machen. Ich denke mal nicht, dass ich hier einen S-Rang erreichen werde. Das ist mir schon klar von vornherein, aber es ist ja auch nicht mein Ziel. So, zuerst einmal sollten wir gucken, dass wir so schnell wie möglich diese beiden Basen hier besetzen. Ich denke mal nicht, dass es uns in der Lage sein werden, diesen Flughafen hier einzunehmen. Weil da wird Edda viel zu schnell da sein. Aber das, was wir zuerst natürlich nehmen müssen, ist diese... Ja, und das war schon mal ein Fail. Weil ich kann in der ersten Runde noch nicht das bauen. Und das fängt ja schon mal gut an. Konzentration bitte hier, das kann ja nicht angehen hier. Gut. Man sollte immer erst zu Anfang die Infanterie bauen. Daran sollte man denken. So, umso besser. So, mit Colin bauen wir zuerst mal eine Infanterie und sind dann erstmal durch. Gut, man könnte sagen, vielleicht wäre Max eine bessere Wahl, aber... Ja, komm. Ich finde, man kann das mit beiden machen. Also das ist nicht so das Problem. So, wir bauen jetzt ein TTP. Und bauen hier eine weitere Infanterie. So, du nimmst... Ach so, ist noch nicht dran. Erstmal muss ich den Zug beenden. Daran muss ich jetzt auch dran denken, immer. Dass ich erst den Zug beenden muss und dann zum nächsten zu gehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, der nette Eider hat aus seiner lustigen Fabrik ein Schlachtschiff rausbekommen. In der ersten Runde. What the fuck? Könnte man sich denken. Ja, leider ist das so. Und da kann man leider nichts dran ändern. So, nochmal ein Basiseinheiten und nächste Runde werden dann bessere produziert. So, du sparst dann direkt schon mal auf ein Landeboot. Das brauchen wir nämlich. Oh, 3K, nee, 2K Helis und ein T-Heli. Ja, ist schon mal schick. Wir sollten nämlich diese Zeit, wo er noch nicht hier ist, nutzen und so schnell wie es eben möglich ist, zu diesen Basen hier zu kommen.
So, ich bin ja im Begriff, eigentlich noch auf ein U-Boot zu sparen, aber irgendwie 24.000, werde ich ja nicht zusammenkriegen. Dann brauche ich mal lieber einen Flak, weil der hat ja jetzt schon K-Helis im Gegensatz zu Panzer. Ja gut, der hat einen Jagdpanzer sich gebaut, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis der erstmal bei uns ist. Mit den K-Helis ist er viel, viel schneller da. So, wieder das einnehmen. Ja, und ich denke mal, wir können einen Jagdpanzer bauen, weil den brauchen wir nämlich auch hier oben. Weil er wahrscheinlich auch bald ein paar Flaks da bauen wird. Okay, er kommt ein bisschen angedüst. Oh, und da kommt er auch schon mit seinem blöden Schlachtschiff. Und er ist hier machen. So, dann natürlich schnell zu den Städten aufmachen. Der könnte mich hier nicht treffen, ne? Das ist genau da auf dem Feld, okay. Ja, wir warten mit dem hier noch. Mit dem kommen wir auch natürlich ran. Wie viel Geld? 10.000. Ja, da können wir nichts machen. Ich würde sagen, wir bauen einen Jagdpanzer. Aber, ja, okay. So, Colin. Aber ich muss sagen, diese Mission ist auch richtig gut cool gemacht, finde ich. Oh, bis wir es da oben hochkommen, wird das noch eine Runde dauern. Oh, ein Kampfpanzer direkt. Alter. Gott, ich hoffe, der wird mir da jetzt, wird mich nicht hier angreifen mit diesem blöden Flak. Nicht Flak, sage ich jetzt schon, mit diesem blöden Kaidi. Das könnte er machen, aber gut. Kanbais Defensive ist nicht so schlecht. Und ich denke mal, der sollte eine Attacke aushalten. Und wenn, dann haben wir hier noch einen weiteren da. So, schnell die ganzen Städte einnehmen. Ach, ist nicht dran. So, das Feld ist auch wieder blockiert. Naja, also können wir einen weitergehen. Gut. Dann wird es zeitgleich mit Colin ein schönes U-Boot zu bauen. Aber erstmal laden wir die beiden hier in dieses Landeboot. Ja, das war mir klar. Aber wie gesagt, ich kann ja einen. Und ja, das hat 7 abgezogen. Das wird er wohl schaffen. Das wird er schaukeln. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, mein TTP muss wahrscheinlich auch ein bisschen was einstecken müssen. Aber naja. Wenn ich diese Base habe, ja, und das meine ich dann, mit diesem Flughafen werden wir nicht aufhalten, das würden wir nicht schaffen können. Leider wohlgemerkt. Aber dazu könnten wir uns ja auch einen Kreuzer bauen. Für diesen Fall. Oh, und da kommt er noch nicht hin, das ist gut. Wichtig ist natürlich, dass wir mit unserem Dings hier hinkommen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Flak, genau. Okay, der ist jetzt schon hier hingekommen. Er ist aber noch nicht dran. Da denke ich nie dran. Ja, ich denke mal, wir bauen einen Kreuzer. Sonst denke ich da nämlich nicht dran und vergesse das. So, mit dir gehen wir mal hoch und laden die hier aus. Und leider kann ich noch kein U-Boot bauen, deshalb sparen wir. Nein, speichern möchte ich noch nicht. Ja, es wird lustig. Jetzt wird da, würde ich sagen, jetzt geht's los. Gut, immerhin werden wir dieses Ding bekommen. Autschen. Aber gut, dafür hat Kanbai ja eine hohe Defensive. Und dankeschön, dass du dich direkt in die Reichweite meines netten Flaks gestellt hast. Finde ich nett. Und jetzt sogar auch noch was ausgestanden, das ist gut. Ja, wie gesagt, es ist leider blöd, dass er den da bekommen hat, aber gut. Wenn ich jetzt einen Kreuzer hier stehen habe, warum hat er den jetzt wieder zurückgezogen? OMG. Nicht dran. Ach so, ich denke mal wegen meinem Kreuzer hier. So, die hätten wir eingenommen. So, der erste wäre besiegt. Das war der Neuner. So, mit dir hauen wir ab. Um den nächsten hier zur Barrikade zu stellen. So, mit dem Jagdpanzer kommen wir so langsam angetrottet.
So, und wir bauen dann, würde ich noch sagen, naja gut, so viele Flugeinheiten hat er hier ja nicht, ne? Ich würde sagen, ich spare auf einen Kampfpanzer und baue nur eine Infanterie. So, mit Colin bauen wir natürlich ein U-Boot. So, und Colin bewegt sich schon mal so langsam, wie es geht, hier hin. Den laden wir noch in das Bötchen hier rein. Ja, sehr schön. Nein, ich möchte nicht speichern. Wie oft soll ich dir das noch sagen, Nell? Ich will nur den Zug beenden. Ja, er geht natürlich auf die Infanterie, aber ja, komm. Dafür haben wir die Stadt und das ist das Mindeste. Da können wir jetzt einen schönen Kampfpanzer draufbauen, haben dann da erstmal eine Verteidigung aufgebaut. Ja, er ist auch so blöd und greift mit dem Jagdpanzer an. Und nicht mit dem Kampfpanzer. Gut, natürlich weiß ich nicht, ob der Kampfpanzer da hingekommen wäre, aber naja. Wir haben noch keine Einheit verloren. Möchte ich nochmal so anmerken. so, dann besiegen wir dich hier erstmal. Oh, mit 156. Nicht schlecht. So, die beiden dürfen sich vereinigen. Hier bauen wir einen schicken Kampfpanzer. Nee, das mache ich noch nicht. Ja, da hat er nur Infanterie. Also vielleicht schaffen wir es jetzt hier ein bisschen, ihn zu überrollen. Hat er hier irgendwas anderes Gefährliches? Nö. Und wenn ich den in den Riff stelle, dann wird auch ein Kaheli diesen Kreuzer hier nicht so schädigen können. Ist nicht dran. Gut, aber mit Kanbei sind wir fertig. Nein! Wie oft soll ich das denn noch sagen? OMG. Ja doch, du gehst mal hier hin. Ja, den können wir schon mal ein bisschen angreifen. Und auch schon mal eine Barrikade hier schaffen. Gut, es sieht für mich danach aus, als würde ich noch einen brauchen. Aber gut, können wir machen, oder? Ach, können wir leider nicht. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ja, ist Colin wieder erledigt. Also Colin hat aktuell nicht so viel zu tun. Er könnte seine Gabe einsetzen. Macht er auch. Seitenhieb. Aber gut, was soll die uns bringen? Was soll sie bringen? Frage ich ganz ehrlich. Viel wird sie nicht bringen. Gut, er könnte wahrscheinlich mit seinem Kaheli meinen Kampfpanzer angreifen, wenn er Bock dazu hat. Hat er aber nicht. Er hat sogar Bock, gar nicht anzugreifen, wie mir scheint. Oh, er hat ein U-Boot gebaut. Das schreit danach, dass ich mit meinem... ich habe irgendwie das Gefühl, der fokussiert sich mehr auf Colin als auf, Moment, mal kurz gucken. Nee, der kann mich nicht angreifen. Da sollte man natürlich Acht geben. So, der ist schon mal weg. So ein Kreuzer ist schon... Kann schon sehr tödlich sein. Ja, ich frag mal nicht, was das soll. Aber es ist gut, wenn er mit einem überlebt. Das ist gut. Ist vielleicht besser sogar, als wenn wir ihn besiegen würden. Naja, wobei, geht eigentlich, aber naja. Gut, der steht leider auf dem Berg. Damit werden wir nicht so viel abziehen. Naja. Da hat er so ein Drecksding. Ja, da muss dieser Flak nach unten. Der Flak natürlich nach unten, der kommt natürlich gar nicht hin. Na gut, und es ist natürlich jetzt auch noch wegen dem Seitenhieb von ihm. Was bauen wir Schickes? Wir bauen eine Artillerie. Das reicht erstmal. So, jetzt können wir mit unserem schicken U-Boot den schon mal ein bisschen schädigen. Ja, die Hälfte weg, das ist gut. Wenn wir das gleich auch noch machen, dann passt das alles. Da werde ich auch nicht erreicht, sehr gut. So, dann ist dieses blöde, der blöde Flak schon mal weg. Das ist auch sehr gut. Wir bauen eine... Oh, ein Kampfpanzer. Ja, dann bauen wir natürlich einen Kampfpanzer direkt. Ja, so langsam kommen wir auf Touren hier in dieser Mission. Aber ich denke mal, die in einem Part zu schaffen, das wäre, ja,
Ui. Ich habe eine Dreier-Verteidigung und dann auch noch sehr geschwächt. Ja. Ah, komm. Da muss ich nichts zu sagen. Ja, das ist okay. Ja, das ist aber auch wenig abgezogen. Also, das muss ich schon sagen. Okay, er geht mit seinem U-Boot auf Tauchstation. Och, danke, dass du mir deinen Kreuzer in den Angriff stellst. Dein K-Heli natürlich. Ich werde mit dem Kreuzer angreifen. Aber echt muss ich sagen, vielen Dank, Edda. Bist ja eine richtige Intelligenzbestie. Und das Tolle ist ja, ich kann unendlich auf Flugeinheiten schießen. Denn nur mit seinen anderen Dingern verbraucht er Munition. Du gehst mal hier runter. Und wir greifen dich an. So. So, gehen mit den ganzen hier wieder nach oben. Hat es ja echt sich gelohnt. Aber gut, das liegt ja wegen diesem blöden... Ach, da kommt er sogar gar nicht hin. Cool. So, dann machen wir dem hier schön Schaden. Und dann ging sogar keinen guten Gegenangriff. Ja, ne, das mache ich lieber nicht. Da kam er nicht hin. Ne, dann kann ich mich auch auf den Berg stellen. Oh, wir könnten sogar unsere Gabe einsetzen. Schick. Was bauen wir Schickes? Wir könnten einen Kampfpanzer bauen, aber ich baue einen Raketenwerfer. Naja gut, wo der Sinn darin besteht, das frage ich mich selbst, aber gut. Auf jeden Fall, wenn der Titanpanzer dann hier aufkreuzt, dann ist das nicht so das Problem. Dum dum dum. Tschüss, Schlachtschiff. Ja, hat ja nicht viel gebracht, dieses Ding. So, leider muss ich damit noch eine Runde warten. Ja, wir können ja mal einen Kaili bauen. Habe ich jetzt keine andere Wahl. Dann gehe ich lieber zurück. Gut, ich könnte natürlich auch den Kampfpanzer nehmen, aber gut, den nehme ich lieber in der nächsten Runde. Joa. Ich denke mal, bald werden wir auch in der Lage sein, Bomber mit Colin zu bauen und dann, oh, und dann direkt in das nächste Schlachtschiff. Aber gut, wir haben ja ein U-Boot. Zeigt sich mit seinem, okay. Ich glaube, irgendwie hat Edda nur das Ziel, mich irgendwie zu blockieren, sodass ich da, Ewigkeiten brauche, um da hochzukommen. Hab ich irgendwie so im Gefühl. Weil er macht ja so gut wie gar nichts. Das ist echt komisch. Also, das habe ich irgendwie schwieriger in Erinnerung, die Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich auch noch nicht erinnern, irgendwie eine Einheit verloren zu haben. Gut, ein paar hatten natürlich Angriffe, aber... Also irgendwie ist das komisch. Und das habe ich ein bisschen ungeschickt gemacht. Ich hätte mit der Infanterie den besiegen sollen. Naja, egal. Naja. Irgendwie finde ich es dennoch ein bisschen komisch. Naja. Natürlich muss ich jetzt nur vor diesem, von dem hier aufpassen. Und ich denke mal, ich spare mal auch auf ein U-Boot. Also mit Kanbei. So, Colin, der könnte einen Bonus bekommen. Also in Form von Geldsegen. Ich denke mal, das werde ich auch gleich tun. Aber in der nächsten Runde höchstens wahrscheinlich erst. Oder mal sehen, was ich mir überlege, was mich mir einfallen lasse. So, wir könnten den hier angreifen. Er sieht uns ja nicht. Damit haben wir den Erstangriff definitiv sicher. Ja, was bauen wir mal Schickes? Ja, ich würde sagen... Oder wir setzen unsere Gabe ein, komm. Geldsegen. Geldsegen. Und damit könnten wir nichts viel Besseres kaufen. Können wir uns einen Bomber kaufen? Nö, können wir nicht. Ja, dann machen wir nochmal einen Kampfpanzer. Ach, jetzt darf er seine lustige Hyper-Mega-Spezialgabe einsetzen, aber das juckt mich nicht weiter. Ich denke mal, wir werden noch einen Zug machen mit beiden, mit Colin und Kanbei. Und dann, denke ich mal, haben wir das so gut wie sicher in der Tasche. Also, na, wobei, ich darf nicht so selbstsicher agieren, weil wenn ich das tue, dann, ja, kriege ich das Faustdick wieder gezeigt. Dass er selbst nur 4 bei einem Flak abgezogen hat, das ist der Wahnsinn. Das muss man mal so festhalten.
Okay, damit ist ein... Ja, damit ist ein weiteres Flugzeug von ihm weg. Aber jetzt ist das, das Blöde ist jetzt mit seinem blöden Schlachtschiff. Weil ich könnte meine Gabe einsetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil damit erhöht sich auch seine Defensive und dieses Schlachtschiff, da muss man schon aufpassen. Aber ich glaube, ich müsste jetzt genug Geld haben für ein U-Boot. Was ich auch bauen werde. Bumm. So, Reichweite, ja, alles. Dann stelle ich dich mal lieber in den Wald zurück. Ja, du darfst den besiegen. U-Boot habe ich jetzt gebaut, ne? Ich guck nochmal nach, weil sonst, na, habe ich natürlich nicht. Aber sonst falle ich da drauf rein und denke da nicht wieder nach. Ja, Kanbei ist schon. Der kann reinhauen. Der weiß, wie man zu kämpfen hat. Na, das Blöde ist nur, das habe ich jetzt mit meinem Jagdpanzer schlecht gemacht. Aber naja, der steht eh im Wald. Ah, da kann er überall angreifen. Machen wir das so. Das will ja ein bisschen ködern. So, noch was, irgendwas? Nö, das wäre es mit Kanbei erledigt. Ich finde es irgendwie cool, wie wir seine ganzen, besiegt er den? Na, nee, ist mir zu riskant. Wir machen das mit unserem schicken Kampfpanzer. Ich finde es echt cool, wie wir ihn hier ownen, muss ich mal so sagen. Ich find's richtig cool. Was ist hier noch draufgeladen? Infanterie. Ach, ne, schafft ihr nicht mehr. Bringt aber auch nichts. Ja, laden wir die erstmal hier ein, holen den Kampfpanzer direkt mit. Dann weiter fleißig ein. Dann greifen wir den hier an. Wir haben ja den Erstangriff sozusagen auf unserer Seite. Ja, das ist gut. Ja, ne, das mache ich auch lieber nicht. Was bauen wir? Wir bauen... Ja, gar nichts. Ich baue auf den Bomber. Na komm, eine Runde machen wir noch. Eine machen wir noch. Eine geht noch. Dann aber die letzte für heute. Er geht auf meinen Raketenwerfer. Okay. Ja, kannst du machen. Kannst du machen, wenn ich ehrlich bin. Ui. Einen. Einen wohlgemerkt. Einen. Ja, dich werde ich gleich besiegt haben, auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Ich glaube, ich brauche gleich mal einen TTP, der den auffrischen sollte. Oder ich bringe ihn zu dem, zur Stadt, also zum Hafen. Mal sehen. Ah, den erreiche ich leider nicht, also einen Angriff werde ich leider noch erleiden müssen. Boah, selbst geschwächt kann er den noch fast besiegen. Alter Schwede. Das ist heftig. Das ist so richtig heftig. Ich glaube auch Kanbei wird es schaffen, selbst mit einem Titanpanzer klarzukommen. Den er aber noch nicht hat. Der bleibt mit denen da stehen. OMG. Ja, dann muss man sich ja nicht wundern, ne? Ich kann mich echt noch nicht erinnern, eine Einheit verloren zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich verstehe es hier nicht, was hier so läuft, aber... Ich nehme es natürlich gerne an. Wenn er es mir so anbietet, dann nimmt man das gerne an. Ich kann mich auch echt erinnern, ich habe früher immer viel mehr Schwierigkeiten gehabt als heute bei dieser Mission. Ja. Aber Zeiten ändern sich, wie man auch so schön sagt. Ja, das brauche ich, das kann ich vergessen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber dafür ist er jetzt auch besiegt. Ja, also das ist Wahnsinn. Muss ich ehrlich so sagen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn hier. Ah, da können wir noch nicht viel bauen. Ich würde sagen, wir bauen nur einen Mech und sparen eine Runde. Joa. Ja, der bleibt hier, weil der wird schon hier ein bisschen Schaden machen. Ich kann ja hier hingehen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut.
So, Colin ist dran. So, ich finde es ja gut. Ja, komm, das müsstest du schaffen. Das U-Boot müsstest du so schaffen, ne? Jawohl. Besser. Oh, besser geht's gar nicht, wollte ich sagen. Aber gut, es hat jetzt nur noch einen. Also, das würde mich jetzt stark verwundern, wenn er das jetzt nicht schafft. Boah. Nicht schlecht. Respekt, Colin. Respekt. Muss ich mal so ehrlich sagen. Den mit einem Schlag zu ownen. Gut, das ist bei Colin nämlich auch nicht so alltäglich. Da weiß man ja nie, was er so macht. So, der wird gleich auf die andere Insel kommen. Dann bauen wir hier einen schicken Bomber. Und dann sieht das alles ziemlich, ziemlich gut aus. Gut, ich bedanke mich da mal wieder fürs Zuschauen. Also, wir haben die Wogen ja schon ziemlich gut gestaltet, wie ich finde. Und dann werden wir mal schauen, was hier noch so auf uns wartet. Ob der Edder noch hier was auffahren kann oder ob wir es so gut wie es geht schaffen, dieses Ding hier zu zerstören. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss. Euer Link bei 925.